Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Mod-Vorstellung meines Samson-Packs. Und wir sehen hier schon einen Glyphas links und einen Miststreuer rechts stehen. Schauen wir aber zuerst mal in den Shop. Was gibt es denn überhaupt von der Firma Samson? Es gibt zwei Miststreuer, die ziemlich identisch sind. Der kleinere hat ein Volumen von 23.000 Litern, der größere von 30.000 Litern. Also kein großer Unterschied. Die Streubreite beträgt 24 Metern bei beiden und die Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h. So schnell bewegen sie sich dann beim Mistausbringen auf dem Feld. Dann gibt es das Güllefass PG235. Und dieses Güllefass hat ein Volumen von 35.000 Litern fast und zwei unterschiedliche Anbauteile. Einmal ein ganz großes, breites mit 36 Metern Arbeitsbreite. Das sind sogenannte Schleppschläuche. Und ein kleineres mit einer Arbeitsbreite von 7 Metern, dafür aber mit einem eingebauten Grubbersystem. So sieht's aus bei Samson. Und was habe ich jetzt draus gemacht? Ich habe gesagt, die beiden Miststreuer sind nahezu identisch. Nehme ich dann doch halt lieber den größeren. Und das bedeutet, ich habe mich für den größeren mit der Bezeichnung US235 entschieden. Der hat jetzt eine Arbeitsgeschwindigkeit leicht erhöht auf 20 Kilometer und eine Arbeitsbreite auch leicht erhöht von 30 Metern auf dem Feld. Das Standardvolumen, habt ihr gerade gesehen, sind 30.300 Litern. Das könnt ihr etwas aufbohren auf 50.000. Noch mehr empfiehlt sich nicht, denn es ist nur ein Zweiachser. Ihr könnt einen Fegereifen aufziehen und ihr habt die Farbauswahl, wie immer so bei meinen Mods. Kennzeichen ist eh serienmäßig verbaut. Das ist der Miststreuer. Beim Güllefass sieht es ähnlich aus. Hier habt ihr sogar serienmäßig Pflegereifen der Firma Nokian mit drin. Man sieht dann auch gleich, die sind deutlich schmaler als die normale Bereifung. Und die Kapazität von 34.500 Litern könnt ihr im ersten Schritt auf 50.000 erhöhen und im zweiten Schritt auf 100.000. Wieder die Farbauswahl, wie bekannt. Und das Kennzeichen ist eh drin. Hier muss aber eben auch noch ein Anbau dazugekauft werden, sonst habt ihr quasi nur ein Güllefass zum Transportieren von Gülle. Und da ist die Auswahl zwischen diesen Schleppschläuchen, wo ihr dann auch passend die Farbauswahl dazu habt. Ich habe die Arbeitsbreite leicht erhöht auf 40 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 20 Kilometer die Stunde oder eben die andere Alternative, der SD700 Anbausatz, wieder mit der Farbauswahl und hier mit dem eingebauten Grubber. Der hat dann statt 7 10 Meter Arbeitsbreite und bewegt sich halt auch mit meinen standardisierten 20 Kilometern übers Feld. 20 Kilometer Arbeitsgeschwindigkeit. Alle diese Dinge haben wie immer bei mir die erhöhte Sichtbarkeit, die verringerte Abnutzung etc., was ihr so als Standard von meinen Mods kennt. Und so sehen die dann aus. Und ich habe mir hier mal einen großen Trecker besorgt, den dicken John Deere. Denn wenn ihr jetzt dieses Güllefass mit 100.000 Liter befüllt, dann bitte wundert euch nicht, wenn es mit einem mittleren oder gar kleinen Trecker nicht gut lenkbar ist. Denn 100.000 Liter Gülle allein dann mit dem Eigengewicht bedeutet natürlich auch
weit über 100 Tonnen, die hier gezogen werden müssen. Und wenn man sich anschaut, was denn so ein Güllefass auch an Energiebedarf vom Trecker braucht, um betrieben zu werden, die Hydraulik, die Pumpen etc. pp., dann seht ihr, ich gehe nochmal zurück, dass hier alleine 300 PS gefordert werden. Dazu kommt noch der Anbau, also der Schleppschlauch oder das System mit dem Grubber. Das braucht auch nochmal eben 140 PS, die müsst ihr dazu addieren. Das heißt, alleine für dieses System gehen 440 PS dem Trecker quasi verloren, die er alleine nur braucht, um den Anhänger zu ziehen. Ich habe hier eines meiner kleinen Silos aufgebaut, wo man unter anderem eben auch Dinge kaufen kann, die sonst auf den Vanilla-Karten nicht so gibt, denn wir wollen das ja befüllen und auch im Einsatz sehen. Und hier kann man eben zum Beispiel das kaufen, was in so ein Güllefass reingehört, Gärreste oder Gülle. Nehmen wir einfach mal Gülle und füllen das Ganze auf. Und das Feld hier nebenan, das Feld Nummer 56 auf der Elmkrieg-Karte, das braucht die zweite Düngestufe. Ihr seht, das ist nur hellblau. Da können wir es dann auch gleich mal ausprobieren. So, und schon ist das Ganze voll mit 100.000 Litern Gülle. Und jetzt gucken wir uns das mal an und fahren einfach mal eine Runde und klappen also dieses riesige Schleppschlauchsystem aus mit der Taste X. Ein Hinweis: Dieses System mit dieser physikalischen Breite von 36 Metern ist ein starrer Rahmen. Das bedeutet, da sind keine Räder drunter oder so etwas. Der hängt starr in der Luft. Guckt euch das Monsterteil bitte an. Der ist auch nicht irgendwie separat noch gefedert, dass hier noch irgendwelche Hydrauliken drin wären, die einzelne Teilsegmente separat steuern lassen. Und das hat zur Folge, dass leichte Unebenheiten auf dem Feld, ich lasse mal einfach den Helfer losfahren, leichte Unebenheiten auf dem Feld dazu führen, dass der an den äußeren Enden auch einfach mal hängen bleibt. Und dann wird es halt noch schwerer, den zu ziehen. Hier haben wir jetzt ein Feld, was nahezu total glatt ist. Aber ihr seht, es wackelt halt auch ein bisschen. Und jetzt stellt euch vor, ihr würdet das Ganze an einem nicht so geraden, an einem hügeligen Feld oder an einem Abhang betreiben. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Weshalb dann der Rahmen am äußeren Bereich schnell mal hängen bleiben kann. Also, Arbeitsbreite ist ja ganz schön, aber bitte denkt daran, dass das eben auch passen muss und ihr euch bitte dann nicht wundert, wenn selbst so ein starker Trecker, wenn der Rahmen sich im Boden verfängt auf einer Seite, nicht mehr gut klarkommt. Ihr habt wie immer die Option, bei Miststreuern und bei Güllefässern die doppelte Ausbringmenge zu aktivieren. Das funktioniert im Spiel ganz simpel dadurch, dass die Arbeitsgeschwindigkeit halbiert wird. Das bedeutet, wir haben hier eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h. Die Menge, die rausgeht, die also aufs Feld gestreut wird, die verändert sich nicht. Aber dadurch, dass dann das Ganze mit der halben Geschwindigkeit sich bewegt auf dem Feld, dadurch wird quasi die doppelte Menge pro Quadratmeter oder pro Hektar aufs Feld gebracht. So funktioniert das. Wir schalten einfach also jetzt mal mit dem Komma diese doppelte Ausbringmenge an und ich starte wieder den Helfer und ihr werdet sehen, jetzt fährt er nicht mehr 20 km/h schnell, sondern er fährt jetzt mit 10 km/h. Und dadurch geht die doppelte Menge an Gülle in diesem Fall aufs Feld. So, ich stoppe den mal wieder und klappe das Monster zu. Ein Hinweis, ich habe sowohl bei diesen beiden Anbauteilen
als auch beim Miststreuer. Die Standardmenge, die eben rausgeht, die verbraucht wird, halbiert. Denn ich hatte schon in den Vorgängerversionen, also auch schon im LS 19 und 17 und so weiter, das Gefühl, dass die Menge, die an Gülle, Gärreste, Mist aufs Feld ausgebracht wird, irgendwie viel zu hoch ist. Real-Life-Landwirte können mich da jetzt gerne korrigieren, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, da geht Unmengen von Volumen drauf und selbst mit so einem großen Fass, egal ob jetzt mit 35.000 Litern Standardmenge oder mit 50 oder 100.000, kriege ich kaum so ein kleines Feld gedüngt. Und wenn man dann alternativ dazu eben Mineraldünger benutzt, da wird kaum was verbraucht. Also irgendwie komisch, ne? Und deswegen habe ich das halt einfach mal halbiert. So, hier ist das andere Gerät, der eben parallel auch noch robert. Und auch den wollen wir eben kurz an den Start bringen. Ein Hinweis noch, bei den Güllefässern ist es so, und ich fahre hier mal an ein Hofsilo, dieser gelbe, ist also funktioniert wie ein Hofsilo, da kann ich eben auch die Funktion I überladen starten. Das heißt, ich kann das Güllefass nicht nur vollladen, sondern ich kann es auch wieder ausladen. Außerdem habt ihr eine Maustastenbelegung, die ihr oben links seht. Ich klappe das jetzt mal auf hinten. Ihr könnt also sehen, die linke und die rechte Maustaste sind hier belegt bei diesem Güllefass. Was soll das? Was hat das zu tun? Was passiert da? Wozu haben wir das? Damit steuert ihr so ein Überladerohr, was oben drauf liegt. Das liegt hier oben drauf. Und wenn ihr die linke Maustaste festhaltet, könnt ihr es mit der Mausbewegung hoch, runter, heben und senken. Und mit der gleichen links gedrückten könnt ihr es zur Seite bewegen, also Mausbewegung links, rechts. Dann könnt ihr es zur Seite bewegen. Die rechte Maustaste dient dazu, wenn ihr die gedrückt haltet, das auszufahren. Also ihr könnt dieses Rohr verlängern. Bis da. Und dann eben zum Beispiel zur Seite klappen. Ich denke, das ist dafür da, um eben dieses Güllefass aufzutanken. Zum Beispiel aus einem Feldrandcontainer oder aus einem reinen Transportfass wieder aufzufüllen. Aber das ist jetzt nur Deko. Ich klappe das mal wieder zusammen. Das heißt, da ist jetzt kein Ladetrigger oder sowas dran verbaut. Das ist nur reine Optik. Das heißt, ob ihr das jetzt hier bewegt und ausklappt, ist völlig Wurst. Reines Deko, reines Eye-Candy. Wir starten mal das Ganze wieder im Helfer-Modus. Und jetzt sehen wir, aha, das Feld wird nicht nur gedüngt, sondern gleichzeitig auch gegrubbert. So sieht das aus. Arbeitsbreite 10 Meter. Und auch in diesem Fall, ich halte den Helfer kurz an, könnt ihr auf doppelte Ausbringmenge schalten mit der Minustaste. Ich starte nochmal den Helfer. Und jetzt passiert genau das gleiche, wie gerade bei dem Schleppschlauchsystem. Fährt mit halber Geschwindigkeit, so 10 km/h übers Feld. Dadurch gelangt quasi die doppelte Menge auf die Fläche. Stoppen wir nochmal, klappen das Ganze wieder zu. Und dann zeige ich euch nochmal, wie man das eben abtanken kann oder besser gesagt ausladen kann. Dieses kleine gelbe Silo aus meinem Unia Multipack, was da steht, funktioniert wie ein Hoflager. Und da können wir jetzt ranfahren. Und ihr seht, oben links geht die Funktion I an. Und das wird jetzt in das Hoflager übergeladen. Ausgeladen sozusagen. Und so könnte man zum Beispiel umdisponieren
weil man keine Gülle oder nicht mehr ausreichend Gülle übrig hat, aber zum Beispiel Gärreste. Das kann man nämlich nicht im Fass mischen, sondern Gärreste funktioniert zwar alternativ zu Gülle und wie Gülle, aber es ist ein separater Fülltyp und deswegen muss man, wenn man nur noch ein bisschen Gülle übrig hat, aber ganz viel Gärreste und umdisponieren will, erstmal den Rest Gülle abtanken. Dann kann man Gärreste neu einfüllen. So würde das funktionieren. So, ich hänge das mal ab, denn wir wollen uns natürlich auch noch den Miststreuer anschauen. Den habe ich jetzt einfach mal in New Holland blau angemalt, mit weißen Felgen dann. Wie gesagt, nur ein Zweiachser, nicht ganz so groß wie die anderen Miststreuer im Spiel. Es gibt einige Dreiachser, zum Beispiel den Strautmann-Miststreuer. Der ist deutlich größer, da kann man dann auch über größere Volumina noch nachdenken. Dieser eben maximal 50.000 Liter. Und wir fahren hier wieder an unser kleines Bauchsilo ran und können sagen, Befüllung starten. Da fragt er gar nicht danach, was wollen wir denn befüllen? Ganz einfach, weil in einen Miststreuer eben nur Mist reinpasst und nichts anderes. Und wenn wir also auf die R-Taste drücken, kommt jetzt nicht das Fensterchen, wo man den Fülltyp auswählt, sondern dann fängt er direkt an, hier Mist einzulagern. 50.000 Liter Mist. Wir suchen uns eine neue Stelle, drücken auf X, dann öffnet der und macht sich bereit zum Streuen. Und ihr habt noch in Erinnerung, hier haben wir eine Arbeitsbreite von 30 Metern. Ihr habt die gleiche Funktion, doppelte Ausbringmenge aktivieren. Oben links das Komma kann also gesetzt werden. Wir fangen jetzt erstmal ganz normal an und starten wieder mit der Taste H den Helfer. Und ihr seht, 30 Meter Arbeitsbreite. Und das wird jetzt aufs Feld gestreut. Hier gilt das Gleiche, wie ich gerade gesagt habe, zum Thema Güllefass. Ich habe die Ausbringmenge halbiert, weil ich auch beim Mist das Gefühl habe, dass viel zu viel Volumen aufs Feld geht. Im Vergleich anderen Dünger, egal ob Mineraldünger, Flüssigdünger oder was ihr sonst bevorzugt. So würde das aussehen. Da sehen wir jetzt eine Textur, weil da haben wir ja gerade schon die Gülle draufgeworfen, ne? Deswegen konnte da an der Stelle nichts mehr drauf gehen. So, ich halte mal wieder an. Jetzt kommt nämlich eine Besonderheit. Und ich klappe den auch wieder zu. Anders als bei Güllefässern könnt ihr Miststreuer nicht ausladen. Standardmäßig im Spiel. Das heißt, wir würden jetzt den Mist hier nicht rauskriegen. Ja gut, ihr könnt natürlich den Hänger zurücksetzen zum Shop, aber alles, was ihr zurücksetzt, verliert sämtlichen Inhalt. Und dann wäre ja hier die noch fast 46.000 Liter Mist wären verloren. Ja, das finde ich irgendwie nicht so okay. Deswegen habe ich bei diesem Miststreuer einen zusätzlichen Trigger verbaut, dass eben man ihn ausladen kann. Und deswegen fahren wir jetzt hier wieder an unser kleines Hochsilo ran. Und ihr seht oben links, ist die Funktion jetzt belegt, i überladen. Und wir laden den jetzt aus, rein in das kleine Hochlager. Und ihr seht, das funktioniert. So könnt ihr den Miststreuer auch wieder ausladen, wenn ihr ihn zum Beispiel verkaufen wollt oder zurück oder irgendwas damit machen wollt. Und ansonsten wäre es vanillamäßig im Spiel so, dass ihr ein Volumen, was da eingeladen ist, und ich sage jetzt auch nochmal einladen aus dem Hoflager, kann ich natürlich das auch dann wieder zurückholen und wieder einladen. Ihr würdet sonst das, was da drin ist, nie wieder rauskriegen. Ja? Müsst es quasi verbrauchen. Also das hat er jetzt noch zusätzlich hier verbaut. Soweit zum Thema Samson. Ein großes Güllefass und ein mittlerer Miststreuer. Wir werden den ab heute auch noch ausführlich bei uns im Twitch-Stream in Betrieb nehmen und testen und selber benutzen. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal vorbei auf Twitch.tv, auch unter Onkel Yogi bin ich da zu finden. Würde mich freuen, wenn ihr mal zuguckt oder auch zum Mitspielen vorbeikommt. Bis dahin, bleibt schön gesund. Bis bald, euer Yogi. Ciao.